Das heißt, der Vers heißt immer wieder, der Chorus, he touched me, er hat mich angerührt. Oh, er half me. Das kennt ihr durch. Ja, okay. Aber wir werden es im Englischen, wir haben den englischen Text hier. Ja, aber ihr kennt den deutschen Text, ja? So, ich war gebunden mit einer schweren Bürde, unter einer großen Last brach ich fast zusammen, eine Last von Schuld und Scham. Und dann kam die Hand Jesu und die hat mich angerührt und nun bin ich nicht länger der Gleiche. Und dann heißt es, er rührte mich an, oder wie heißt es in Deutsch? Er half mir. So, und der zweite Vers. Seit ich diesen gesegneten Heiland und Retter kenne, seit er mich geheim gemacht hat, ich will nie mehr vergessen, ihn zu preisen. Und es soll bis in alle Ewigkeit hinaus klingen. Der wunderbare Name Jesus. Er hat mich geheilt. He touched me. Oder er hat mich. Just an intro. Just an intro. Shackled by a heavy burden, needs the Lord of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, he touched me. Now I know that joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I met the blessed Savior, since he cleansed and made me whole, I will never cease to praise him. I'll shout it that eternity rolls. He touched me, oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made.